Und weiterhin mit der super chilligen Musik begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Buttonkaitos, die Schwingen der Ewigkeit oder der verlorene Ozean. Hast du was zu sagen, als ich die gefunden habe? Hä? Wie ist das jetzt zu der Schatztruhe gelangt? Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Der Inhalt, was war der Inhalt? Bitte sagt es mir. Hey, bleib auf dem Teppich. In Ordnung, ich sag's dir, in der Truhe war... Was? Ah, eine irgendeine Schnalle. Ah, danke. Das war also der Inhalt. Hier nimm ein Zeichen meines Dankes. Es ist nicht so gut wie eine irdene Schnalle, aber nehmt es bitte. Siegfried. Na, gucken wir doch mal, was mein zweitliebster Charakter aus Soul Calibur so kann. Super, danke. Ist ein guter Ausrüstungsgegenstand für zwei Charaktere, die ich nicht nutze. Toll. So, dafür gibt es einen. Oder wie die bei denen, die ich am Wochenende gesehen habe. Ein Applaus. Eins, zwei. Ein Applaus. War irgendwie, so wenn das so eine ganze Gruppe macht, relativ lustig. Oh, ein paar Level. Ja, die beiden haben endlich gleich gezogen wieder. Und du hingst auch noch ein bisschen hinterher, aber das war ja zu erwarten. Okay. Hängt natürlich hinterher, können mir aber auch egal sein, benutze ich eh nicht. Ich bleibe lieber mit der blanken Waffe in der Hand. Zum Beispiel meinem Paddel. Okay, ich schätze mal, wir müssen zum Hafen. Und nicht in den Garten des Tödes. Drachilein. Was machst du denn hier unten? Hast festgestellt, ach, ich kann durchfliegen, also komme ich mal her. Du bist schlau, Drachilein. Und auf nach Anü Anü. Na, ich bin direkt in den Thronsaal geflogen. Hallo, Calbrin. Celeste, dir ist doch gelungen, dich der finsteren Kräfte zu entledigen, die Maperche dir verliehen hatte. Da du dazu imstande warst, besteht vielleicht doch noch Hoffnung für Melodia. Bitte, bitte rette meine Melodia. Also, Calbrin, das werde ich. Ich führe sie aus der Dunkelheit zurück. Ich darf mich dabei aber nicht umdrehen, sonst bleibt sie für ewig in der Hölle. Das verspreche ich Ihnen. Gellis, danke. Ich weiß, dass du es kannst. Kirlus. Kann ich leider gern, ich... Nicht. Du musst nichts sagen. Jetzt bist du wieder bei uns. Nur das zählt. Lass uns mal Pirsche vernichten und diesen Krieg beenden. Cordell hatte mir erzählt, was passiert ist. Nochmals willkommen, Kallus. Danke. An meine Rückkehr habe ich Scheller und den anderen zu verdanken. Und natürlich, moi. Ihr wisst schon, der Typ. Ich glaube, ohne sie hätte ich nicht überlebt. Wohl wahr, du hättest zum Gefangenen der ewigen Finsternis werden können, aber zum Glück bist du jetzt wieder bei uns. Gemeinsam wird es uns vielleicht gelingen, den bösen Gott zu vernichten. Lasst uns mit vereinten Kräften und drei kaputten Gegenständen mit der Zahl 9 dem Feind entgegentreten. How
County der Turm. Ja, mir sind gerade die Kopfhörer auf den Kopf gerutscht. I see. So, even the ancient wizard's descendants are unable to stop the evil god. What should we do then? Sooner or later, the enemy will wear down our defenses. Unless we take some sort of action. Now they only seem to be launching small and sporadic attacks on our towns and villages. It's as if they're toying with us, whittling down our strength. I say we should give them all we got, full throttle, invade Gorhydric Castle, and wipe out Mount Persio while we still have enough manpower. You're foolish to throw away your life like that. What? I doubt we could invade the castle with our current capabilities. Maybe you're right, but still. So you're saying that even though it's a shot in the dark, it's all we've got going for us? That's what I'm saying. If we give it a shot, it just might work. You'll never make it into Gorhydric Castle. Diese Schrittgeräusche. Your Majesty, it's been a while. So glad you're in good spirits. It's good to see you again, Queen Shella. Why don't you think we can make it into Gorhydra? They have raised a powerful shield around it. There's no way we could penetrate the defenses. A shield? Well, to force your way in is useless. We can't afford to sacrifice lives in that manner. Uh-huh. A simple-minded, happy-go-lucky guy who uses brute force to solve everything is a major turn-off to girls. Ja, das ist jetzt wichtig. Das Hühnchen-Vibe ist so strange. This meeting is a check-in time with the children of the earth helping us. We should be able to come up with a viable plan. Yes, indeed. You all must be very tired. Take a well-deserved rest. Been working for the Empire with Gramps? Something to talk to me about. What could it be? Huh? What is it? Nothing. Thanks, Ketra. No problem. Will you do me a favor? I need to go to Sebelrine to see Larry Kirk. Really did work with Gramps. He probably wants to tell me something about those days. This is a personal issue, so I don't plan on getting Shella and the others involved. Are you with me? Klar, komm ich mit. Will's ja auch wissen, weil ich's vergessen hab. Fliegst du selber rüber, so in Person? Hehehehe
This has nothing to do with you. It must be about Gramps. Precisely. I'm curious as to what the famed engineer Dr. Georg was working on for the Empire. You could get in bad, bad trouble. And directly you should watch one. It's really none of my business what you've got to do. But going at it alone is out of the question. I don't know what to say. Say let's go. Ich finde es immer noch großartig, wie unglaublich kaltschnäuzig Serena ist, was das Ganze angeht. Ich will vorher aber nochmal kurz die Schule durchsuchen, die hier ja in den zwei Seiteneingängen ist. Ob hier nicht noch irgendein mysteriöses Tier lauert. Ist du ein Mensch? Okay. Anscheinend. Denn wir haben ja immer noch die Quest für die Leute in Wasen, in Was denn los, Tiere zu sammeln. Und ich weiß nicht mehr, also ich habe ja schon ein paar, so zwei, drei, Flauschmops zum Beispiel und Miezehäschen. Okay. Ja, stimmt, die ganzen Schlüssel habe ich ja noch. Aber hier scheint nichts zu sein. Also ich weiß, dass in Salas Sud auf jeden Fall noch ein paar Tiere sind. Ich glaube, da sind so die meisten auf die ganze Welt gerechnet, auf der ganze Map gerechnet. Und ja, kann man ja nebenbei mal kurz abfrühstücken. Nee, auch nur nochmal Unterrichtsraum. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob hier nicht irgendwie sowas wie Biologieraum war. Ah, sieht nicht danach aus. Natürlich kann es immer noch sein, dass man welche ansprechen muss. Und dass in den Dörfern oder in einer der Dungeons noch irgendwas rumkreuchte. Aber ich gehe erstmal die ab, an die ich mich noch erinnere. Und ich werde auf jeden Fall nochmal wegen die Barry was gucken. Nämlich in... Ach verdammt, jetzt fällt mir das Diadem, in Diadem. Oh Mann, mir wäre fast der Name entfallen. Ach, wie peinlich. Da gibt es schon nur so wenig Hinsen und nicht mal das kann ich mir merken. Also es kann halt sein, dass auf dem Baum noch was ist, in dem anderen Dorf noch was ist. Aber ich werde erstmal nach Salas Sud und dann quasi nach und nach die Insel nochmal genau abgehen. Drachilein! Auf geht's, meine Freunde! Oh, wir haben freie Wahl. Dann würde ich sagen... gucke ich aber erst danach, bevor wir uns... Wahrscheinlich eine extra Folge, weil es wahrscheinlich recht viel Story sein wird. Mit Dr. Larry Kusch beschäftigen. Denn, wie gesagt, es gab noch ein großes Monster am Fluss. Und nee, hier gab es nichts, das weiß ich relativ sicher. In den Häusern. Hier sind normale Häuser. Hier sind nur Nebelfische, gibt es ja überall. Ich meine, sie sind ja auch niedlich.
Also die darf es ruhig überall geben, so meine ich das ja auch gar nicht, aber... ne, ihr habt auch keine Haustiere, nur Nebelfische. Ach, hier gibt es einen Durchgang, wie schön. Ich natürlich super praktisch. Und hier hinein. Auch hier sieht es nicht sehr tierreich aus. Und das Schloss. Also mir ganz ehrlich, im Schloss bezweifle ich es jetzt einfach mal pro forma. Das da war der Shop. Hi. Hi, Meister. Okay, wir haben nichts Interessantes zu erzählen. Das ist hier so jetzt gerade ein bisschen Nebenarbeit, aber ich nehme euch da mal mit. Man muss ja auch mal sehen, was ich verzweifelt suche. Kleiner Himmelsstrom. Ne, hier war ich ja schon mal mit den Sachen. Also ich bin mir relativ sicher, dass es hier was gab. Aber ich gehe nochmal zum Fischerdorf. Weil wenn, wer hätte denn Ahnung von einem riesigen Fisch, wenn nicht die Leute im Fischerdorf? Das ist die Burgstadt, das ist der Wolkenkorridor. Hier ist das Fischerdorf. In der Schira. Hier war ja die Seherin drinne in einem der beiden Häuser. Und die Kinder sind immer noch da. Ich werde mal die Barkeeperin und den Dorfchef fragen, denn immerhin haben die irgendwie eine Relevanz im Gegensatz zum ganzen Rest, der hier lebt. Hi. Okay, die erwähnen nichts. Okay. Im Schrein der Winde scheint was los zu sein. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber ich guck mal kurz hoch. Ach nee, das war der Hafen. Also der andere Hafen. Genau, das mache ich noch. Dann beende ich die Folge und guck vielleicht mal nach, ob man das jetzt überhaupt triggern kann oder ob das jetzt gar nicht mehr möglich ist und bla. Ihr versteht schon. Ach stimmt, das kann man ja nicht auf der Overmap machen. Das ist überhaupt nicht nervig für die Zuschauer. Oh Mann, das tat hoffentlich richtig in den Ohren weh. Ja, ich mag es, wenn ihr leidet und ich, wenn ich mir das nochmal anhöre. Also, ich höre ja glücklicherweise nur so partweise rein. Möglichst weit hoch. Ja, danke fürs im Weg stehen, dumme Wache. Ich mag dich nicht. Ja, genau dich. Nee, ich muss in den Thronsaal. Wo war der doch gleich? War das der da unten schon? Mein Orientierungssinn für Karten, die ich nicht mehr brauche, ist fantastisch. Also wirklich so richtig, richtig gut. Ich glaube, wir brauchen es nicht nochmal. Und... Nee, von hier sind wir damals geflohen. Oder wieder angekommen. Oder... Oh, Mensch. Das ist unglaublich, wie lang dieses Projekt schon geht.
Muss man nachgucken, wann es die zweite Folge war. Die erste Folge zählt nicht. Die ist ja noch viel, 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 viel Asbach-Uralter. Die ist ja fast nach Erscheinen des Spiels. Nein, okay, so weit zurück liegt das dann doch nicht. Aber das angespielt war ja tatsächlich eins meiner sehr frühen ersten Videos. Ich konnte mich gerade nicht an den Drachen hin. So. Ach ja, stimmt. Hier hinten ist der zweite Teil des Palastes. Hier war ja damals der Angriff, wo wir dann dem kleinen armen Leo zur Hilfe geeilt sind. Und das sieht hier immer noch super bedrohlich aus, alles. Da schreien der Winde. Also ich meine, da war ja ein komischer Riss, da haben wir ja unsere Leutchen befreit. Aber vielleicht ist da ja jetzt nochmal was Neues aufgetaucht. Nö, war also keine aktuelle Info. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich werde das nochmal nachschauen, weil dieses Paddel würde ich halt echt gern haben. Und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Semni.